Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge waren wir in den Graumoor-Kavernen und da hieß es ja, wir sollen wieder zurückgehen zur Stadt Einsamkeit, zum einsamen Troll, glaube ich, hieß das Ganze hier. Genau, zum einsamen Troll. So, wo ist Svana? Da hinten. Wir haben auch noch ein Buch. Sie spricht nicht direkt mit uns. Das ist gut. Die Käse von Himmelsrand. Gutes Deutsch. Weißlauf Winterfeste Ostmarsch. Okay. Könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne durchlesen. Hat aber jetzt nichts mit der Story zu tun. Deswegen werden wir das nicht durchlesen. Beziehungsweise vorlesen. Wer rülpst denn hier so ekelhaft rum? Svana. Endlich. In einer Taverne zu warten, ohne etwas zu trinken, treibt einen in den Wahnsinn. Wie schaffen andere Leute das nur? Und Mauk hat auch nicht geholfen. Seine Lösung für jedes Problem sind große Mengen an Alkohol. Welche Neuigkeiten gibt es über den Hawker, der meine Mutter ermordet hat? Habt ihr ihn gefunden? Wir haben den Mörder der Königin aufgespürt und getötet. Es wäre mir lieber, wenn man ihn hierher geschleift, vor Gericht gestellt und hingerichtet hätte. Doch wenigstens wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Konntet ihr feststellen, wer hinter dem Mord steckt? Gab es eine Verbindung zu jener Bedrohung, vor der ihr meinen Vater warnen wolltet? Ja, der Attentäter war ein Vampir, der für den Eiskapzirkel gearbeitet hat. Verdammt seien diese Rake-Hexen! Und verdammt sei mein Vater, weil er so starrköpfig ist! Doch was will der Zirkel? Will er auch meinen Vater ermorden? Was sonst könnt ihr mir über diese Bedrohung für unser Königreich sagen? Der Zirkel kann verheerende Stürme heraufbeschwören, die den Verstand von Menschen austilgen und sie in Ungeheuer verwandeln. Das ist schrecklich. Doch es steckt mehr dahinter, als nur mein Volk in Unholde zu verwandeln. Nun, ich werde tun, was ich kann, um euch zu helfen. Mutter hätte das von mir gewollt. Was ihr getan und entdeckt habt, wird genug sein, um meinen Vater zu überzeugen. Das muss es einfach. Ja, und wir haben einen lehrenden Torso vom Set Winterruhe erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Ihr und Lyris habt euer Leben für mein Königreich aufs Spiel gesetzt. Und man ist euch dafür nur mit Misstrauen begegnet. Ihr habt darauf gezählt, dass meine Mutter meinen Vater in eurem Namen von der Bedrohung durch den Zirkel überzeugen würde. Nun ist sie fort. Ich bin zwar kein echter Ersatz, aber ich werde für euch sprechen. Wird der Großkönig euch zuhören? Mein Vater hat mir kein einziges Mal zugehört, seitdem ich sprechen kann. Doch da Mutter nun tot ist, muss ich ihn eben zur Vernunft bringen. Wisst ihr, sie hat versucht, mich zu unterweisen, aber ich habe ihr nie zugehört. Anscheinend bin ich mehr wie mein Vater, als ich gern zugeben möchte. Ja, das ist leider immer so. Man merkt immer erst viel zu spät, dass man doch besser hätte zuhören sollen. Der Zirkel handelte nicht alleine. Jemand, den man den Aschefürsten nennt, befehligt Vampire und Werwölfe. Das macht es nur noch dringender, dass er auf eure Warnung hört und endlich handelt. Alle Jarltümer sind in Gefahr. Haarfinger, Jarlmarsch und Karthalt. Mein Vater muss etwas tun, bevor ein weiterer Sturm losbricht. Trefft mich am Blauen Palast, in Ordnung? Ich treffe euch am Blauen Palast. Ich brauche nur einen Augenblick, um mir zu überlegen, wie ich an diese Sache herangehen soll. Welche Worte ich verwende. Meine höfischen Manieren sind ein bisschen eingerostet und ich war noch nie für Diplomatie und schicke Reden zu gebrauchen. Bei Schaus Knochen, ich könnte einen guten Schluck vertragen. Seid ihr sicher, dass ihr einem Gespräch mit dem Großkönig gewachsen seid? Ich bin mir bei gar nichts mehr sicher. Wenn ich es aber nicht versuche, würde ich mir nie verzeihen, falls dem Königreich etwas Schreckliches widerfährt. Eure Mutter wäre stolz auf euch, was immer auch geschehen mag. Es ist nett, dass ihr das sagt, doch ich bin mir nicht sicher, ob ich das glaube. Ich hoffe, sie sieht mir aus Sovngarde zu. Sie hasst es dort bestimmt. Hört mal, ich werde mein Bestes geben, dass mein Vater euch zuhört. Darauf habt ihr mein Wort. Miterleben zu müssen, wie eure Mutter vor euren Augen stirbt, muss schrecklich gewesen sein. Braucht ihr etwas Zeit für euch? Es fühlt sich an, als ob man mich in 1000 Teile zertrümmert und unter den Teppich gekehrt hätte. Doch ich habe gerade keine Zeit zum Trauern. Nicht, wenn das Königreich in Gefahr ist. Lasst uns nun mit meinem Vater sprechen, bevor ich es mir noch anders überlege. Seid ihr sicher, dass ihr einem Gespräch mit dem Großkönig gewachsen seid? Ich bin mir bei gar nichts mehr sicher.
Wenn ich es aber nicht versuche, würde ich mir nie verzeihen, falls dem Königreich etwas Schreckliches widerfährt. Sorgt nur dafür, dass der Großkönig euch zuhört. Dann kümmern wir uns um den Rest. Genau. Das wird ein Sunderspaziergang. Es ist ja nicht so, dass ihr im Auftrag seines meistverhassten Rivalen hier wärt oder so. Hört mal. Ich werde mein Bestes geben, damit er zuhört. Darauf gebe ich euch mein Wort. Ja, dann reisen wir jetzt erstmal. Also ich wünsche auf jeden Fall Glück. Dann reisen wir jetzt erstmal zum Palast, wollte ich eigentlich sagen. Ja. Das wäre dann allerdings in diese Richtung besser. Mit diesen nahen Ranzoomen, das ist immer so eine Sache. Da sehe ich die Umgebung nicht so, weil privat spiele ich halt immer komplett weit weg. Aber fürs Let's Play ist es halt schöner, wenn es näher ran ist, weil man die Leute auch besser sieht. So, sie ist anscheinend schon im Palast selber. Ich weiß immer noch nicht, wie ich zu der Scherbe komme. Ich meine aber, das wäre von außerhalb. Ich soll meine Armee über das Reich verteilen, um Albträumen nachzujagen, die ihr am Boden eines Fasses gefunden habt? Nein, ich... Oder sollte ich es dem Flüstern der östlichen Nattern zuschreiben? Aber Mutter! Genug! Wenn ihr das nächste Mal meint, eure Meinung mit mir teilen zu müssen, stinkt sie besser nicht nach Verrat. Wow, der Kerl ist echt ein Arschloch. Hallo, ich soll mit dir sprechen. Svana? Ah, jetzt. Verdammt sei mein Vater! Er ließ mich ja nicht mal zu Wort kommen. Mutter wusste immer, wie man mit ihm spricht. Aber ich eher nicht. Sagt mir, wie eure Mutter damit umgegangen wäre. Mutter hatte einen gewissen Zugang zu Vater, doch sie konnte genauso stur sein wie er. Wenn sie etwas erledigt haben wollte und er es nicht machte, dann machte sie es eben selbst. Es wird wohl Zeit, sich diese Lektion zu Herzen zu nehmen, denke ich. Wenn mein Vater nicht handelt, muss ich das wohl tun. Was schwebt euch vor? Unser Königreich besteht aus 3 Jarltümern. Harfinger, Hjalmarsch und Karthald. Ich muss sie warnen. Die Jarle könnten auf mich hören, auch wenn mein Vater das nicht tut. Ich bin schließlich die Tochter des Großkönigs. Es wird Zeit, sich so zu benehmen. Werdet ihr mit mir kommen? Ich werde euch zu den Jarlen begleiten. Wir sollten erst Jarl Reddan in Hjalmarsch besuchen. Wenn wir ihn von der Bedrohung überzeugen können, kann wenigstens sein Jarltum Schritte einleiten, um sich zu schützen. Wir werden ihn in der Halle von Mortal finden. Ich hinterlasse eine Nachricht für Lyris bei Mauk, damit sie weiß, wo sie uns finden kann. Meint ihr, ihr könnt Jarl Reddan dazu bringen, uns zuzuhören? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Doch Jarl Reddan bändigt seine Kriegernatur mit einer Freundlichkeit, wie man sie nur selten bei Leuten von seinem Stand sieht. Außerdem hatte er immer etwas für mich übrig, seitdem seine Tochter und ich bei den Versammlungen und anderen Treffen miteinander gespielt haben. Habt ihr und euer Vater euch nie vertragen? Ich erinnere mich an eine Zeit, als wir alle zusammen glücklich waren. Er, Mutter und ich. Das scheint lange zurückzuliegen. Irgendwann verstrickte er sich immer mehr in die Ränke der Macht. Er war mehr daran interessiert, Großkönig zu sein als mein Vater. Aber ihr habt euch mit eurer Mutter verstanden? Ich habe es versucht, aber das Verhältnis zu meinem Vater hat das schwierig gemacht. Sie wollte, dass wir eine Familie sind. Doch der Großkönig wollte eine Königin und eine Prinzessin. Irgendwann gab er es auf, mir zu befehlen, königliche Anlässe zu besuchen. Es war mein einziger Sieg in unserer Beziehung. Nun gut, geht nach Mortal. Da schauen wir doch mal eben, das ist hier unten. Dann würde ich sagen, dass ich mich dahin erstmal aufmache, zumal ich mit dem Char hier auch gar keine Wegschreine habe und dass wir uns dann gleich dort wiedersehen. Ja, und auf dem Weg sehe ich jetzt gerade, dass hier ein Gramsturm ist. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute hier sind, aber so könnt ihr auf jeden Fall mal sehen, wie das Ganze aussieht. Ich werde da jetzt nicht reinrennen, weil die ehrlich gesagt für mich noch viel, viel, viel zu schwer sind. Aber ihr habt schon mal gesehen, wie das Ganze aussieht von außen. Wölfe aus Eis und Knochen. So, irgendwo hier, genau. Gut, dass Mauk eure Nachricht übermittelt hat. Diesen Schlamm hätte ich nur ungern verpasst. Ja, dann komm mit.
Warum beehrt die Prinzessin von Einsamkeit meine bescheidene Halle mit ihrer königlichen Gegenwart? Seid ihr im Auftrag des Großkönigs hier? Ich bin hier, um euch zu warnen, Jarlrädern. Mich warnen? Ich habe schon Befehle von eurem Vater erhalten. Was gibt es da noch zu sagen? Befehle? Gut. Doch ihr müsst die Verteidigung des Jarltums vorbereiten. Und wogegen müssen wir uns dieses Mal verteidigen? Noch mehr Urnen und Fetische? Bitte, Jarlrädern. Lasst meine Freunde weg. Mannen sagen, dass Feuer nur gefährlich sind, wenn ihnen langweilig wird. Deswegen erzählen wir ihnen Geschichten und lassen Basti, sie an unserem Essen lecken. Basti, kannst du vielleicht ein einziges Mal deine blöde Klappe halten, während hier die Story läuft? Dankeschön. Ah! Ihr seid nicht aus diesem Reich. Und die Frau, die euch begleitet, das ist die Riesin des Ostens. Der Großkönig warnte uns vor Spionen des Paktes. Doch wenn euch Prinzessin Svana vertraut, höre ich euch an. Erzählt mir von dieser Bedrohung. Der Eiskap-Zirkel kann tödliche magische Stürme erschaffen. Ein Sturm hat bereits den Tempel von Kilkriad zerstört. Wir sind keine Dedra-Anbeter. Unser Blut ist heiß genug, um einen Schneesturm zu kochen. Und wir haben dringendere Probleme als irgendwelche Böen aus dem Norden. Wir haben Svagrims Befehle erhalten und direkt ignoriert. Und sind sofort auf einen Haufen Regmannen gestoßen. Großkönig Svagrim hat Befehle geschickt? Der Großkönig hat ein königliches Dekret geschickt. Darin stand, dass wir uns von allen seltsamen Objekten oder Fetischen, die wir im Jarltum entdecken, fernhalten sollen. Sie wären gefährlich, sagte er. Wir hatten gerade einige gefunden, die ließ ich zerstören. Dann trafen wir auf die Regmannen. Klingt wie Ritualgegenstände des Eiskap-Zirkels. Erzählt mir von den Regmannen, denen ihr begegnet seid. Die Barbaren griffen an, als wir die seltsamen Hexenstöcke zerstört haben. Wir haben sie zurückgeschlagen und in ein Hügelgrab in der Nähe gejagt. Doch seitdem habe ich nichts von meinen Soldaten gehört. Ihr hattet schon mit etwas derartigem zu tun. Könntet ihr das Hügelgrab untersuchen? Ich werde in das Hügelgrab gehen und herausfinden, was euren Soldaten zugestoßen ist. Wenn ich ein paar Jahre jünger wäre und mehr Soldaten erübrigen könnte, würde ich nach Osten zum Mortal-Hügelgrab marschieren und diesem Unfug in Sachen Hexerei selbst ein Ende machen. Doch das bin ich nicht. Das kann ich nicht und mich plagen andere Pflichten. Nehmt diesen Schlüssel. Damit kommt ihr ins Hügelgrab. Erzählt mir mehr über die Hexenstücke, die ihr gefunden und zerstört habt. Es waren große, hässliche Dinger, voller seltsamer Runen, Fetische und einem Gemisch, das nach fauligem Pilz roch. Sie waren um die Stadt herum aufgestellt worden. Meine Soldaten waren sicher, auch einen im Hügelgrab zu finden, doch stattdessen berichteten sie von Regmannen. Prinzessin Svana hat versucht, ihren Vater zu überzeugen, etwas gegen diese Bedrohung zu unternehmen. Wirklich? Soweit ich das gehört habe, war die Prinzessin immer sehr viel mehr an... Nein, ich tratsche nicht. Svana macht sich gut. Nicht mit der Anmut ihrer Mutter, doch sie hat den Stolz einer Kriegerin. Ich wünschte, ich könnte das über meine Tochter sagen. Ihr habt eine Tochter? Hatte. Sie wurde uns vor 5 Jahren genommen. Wenn ich nur etwas strenger mit ihr gewesen wäre, hätte sie vielleicht die nötige Stärke zum Überleben gehabt. Töchter sind die größte Schwäche jedes Vaters. Genug von vergangenen Sorgen. Wir müssen uns um die Gegenwart kümmern. Ja, aber er hat in einer Sache Unrecht. Ich würde sagen, Kinder sind generell die größte Schwäche eines jeden Elternteils. Und das meine ich wirklich im absolut positiven Sinn. So, das Hügelgrab liegt hier vorne irgendwo, beziehungsweise der Eingang zum Hügelgrab. Drum, drum, drum. Ach ja, geht da bloß nicht zurück. Das Grab ist nicht sicher. Jarlrädan schickt uns. Was ist hier geschehen? Regmannen, besprechen wir die Einzelheiten. Ihr da! Der Zutritt zum Hügelgrab ist verboten. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass nichts und niemand rein oder rauskommt. Und das tun wir mit allen verfügbaren Mitteln. Jarlrädan schickt uns. Er meint, er habe nichts von den Soldaten gehört, die ihn das Hügelgrab geschickt hatte. Ich hatte einfach keinen Soldaten übrig, um eine Nachricht zu schicken.
Wir haben eine Reihe seltsamer Stöcke in den Randbereichen der Siedlung zerstört. Als wir das Hügelgrab erreichten, entdeckten wir ein paar Raeg-Barbaren. Ich schickte einen Boten zurück und wir anderen stürmten den Barbaren hinterher. Was geschah dann? Ein Sturm zog im Inneren des Hügelgrabs auf, wenn das zu fassen ist. Das war mit ziemlicher Sicherheit üble Magie. Soldaten um mich herum begannen sich zu verwandeln. Sie starben oder verfielen in eine Art Stumpfheit. Manche verwandelten sich in Monster. Und dann kamen die Draugere aus ihren Gräbern gekrochen. Habt ihr einen dieser seltsamen Stöcke im Hügelgrab gesehen? Wir haben es gar nicht so weit hineingeschafft. Und als der Sturm losbrach, konnte ich nur nach draußen und die Tür hinter uns verrammeln. Falls der Jarl euch geschickt hat und ihr das Hügelgrab betreten wollt, werde ich euch nicht aufhalten. Doch wenn ihr als Monster wieder herauskommt... Verstehe. Lyris? Basti? Mir nach. Ich weiß nicht, warum ich hier überall gerade hängen bleibe, aber mir nach. So, dann wollen wir mal schauen. Wir müssen einmal... Was sind wir denn hier? Mit Ruhe? Truhen sind immer gut. Rechts rum, links rum. Tut mir leid, hab gerade keine Zeit zu spielen. Den nehmen wir mit. Können wir leider jetzt gerade auf die Schnelle nicht lesen. Hier rechts rum. Schuppdiwupp. So, jetzt bin ich gerade am Schauen, weil hier oben soll auch ein Buch sein. Das nehmen wir auch mal eben mit. Dann geht's hier noch hoch. Ich würde die ja alle mitziehen und dann alle am Ende besiegen, aber das funktioniert irgendwie nicht so gut. So, durchsucht das Grab. Magere Ausbeute. Dieses graue Reliquiar muss an einen besseren Ort gebracht werden. Schützt den Hexendorn. Lasst ihn nicht zerstören. Das wäre nicht. Erzählen wir dem Jarl, was hier vorgefallen ist. Okay. Machen wir. Wenn das in Wahrheit nur auch so cool wäre, ne? Dass man einfach durchlaufen könnte. Das können wir uns jetzt aber kurz angucken. Admoranische Tafel. Untersuch sie. Das ist die Körperbemalung. Okay, gut. Das war eine Spur. Das war überhaupt nichts zu lesen. Ja, cool. Wenn ich nie wieder ein Hügelgrab betreten muss, ist das noch zu oft. Ja, Lyris. Es tut mir leid. Ich hatte keine Lust, das jetzt alleine zu machen, deswegen. Aber die liebe Lyris ist doch gerne dabei. Und dann übergab sich Mauk auf die Stiefel des Schwertanen. Ha, euer Ork-Freund klingt. Ah, eure Gefährten kehren zurück. Ja, hi. Nun, Freundin von Svana, steht ihr zu eurem Wort? Sagt mir, was ihr im Mortal-Hügelgrab entdeckt habt. Einige eurer Soldaten sind entkommen, doch alle im Hügelgrab sind dem Gramsturm zum Opfer gefallen. Ein Gramsturm? So wie dieses Ding, von dem die Prinzessin mir erzählt hat? Das Ding, das Kilkreath vernichtet hat? Ihr Götter! Die Pocken auf das Raeg und seine Barbarenhorde! Was sonst? Was ist mit den Raeg-Mannen im Hügelgrab? Wir haben einen Hexendorn zerstört und uns um die Raeg-Mannen gekümmert. Doch eine der Zirkelhexen konnte entkommen. Enttäuschend, aber nicht unerwartet. Raeg-Hexen sind ein fieses Volk. Doch ihr habt meinen Dank. In der Zwischenzeit wird Hjalmar bereit gemacht für den Krieg. Wir mögen keine Verteidigung gegen Gramstürme haben, aber wir können angreifen, wenn wir ein Ziel haben. Sobald wir herausfinden, wo sich die Zirkelanführer verstecken, wird Svana Bescheid geben. Mit der Hilfe von euch und Lyris haben wir das Vertrauen von Jarl Reddan gewonnen. Mein Vater respektiert den Jarl. Das wird dabei helfen, dem Großkönig klarzumachen, dass er die Bedrohung durch den Zirkel ernst nehmen muss. Jetzt müssen wir das Gleiche in Karthald erreichen. Erzählt mir von Karthald. Jarl Olfven herrscht über dieses Jarltum.
das als Verteidigungsgrenze gegen das Raid geschaffen wurde. Wenn eines der westlichen Jarl-Tümer mit dieser Bedrohung fertig wird, dann ist es Karthald. Doch erst habe ich noch eine Sache mit Jarl Reddan zu besprechen. Natürlich, Prinzessin. Jarl Reddan, bereitet eure Streitkräfte vor, aber danach brauchen wir euch in Einsamkeit. Einsamkeit? Ich habe Probleme hier in Jarlmarsch. Warum sollte ich gehen, wenn mein Jarl-Turm mich braucht? Großkönig Svagrim wird nicht auf uns hören. Doch auf euch hört er vielleicht. Steht auf, Prinzessin. Wenn ihr meint, dass es hilft, spreche ich mit eurem Vater. Lyris, bitte begleitet den Jarl nach Einsamkeit. Natürlich. Was ist mit euch? Wir müssen Jarl Olfen warnen. Wir reisen nach Karthald. Ja, und ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Stadt sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.